Im vergangenen Jahr hat Husqvarna die 560 XP und die 562 XP auf den Markt gebracht. Wir haben die beiden Profisägen in der Praxis und auf dem Prüfstand getestet. Achtung, Bombe! Äußerlich unterscheiden sich die beiden Sägen nur geringfügig. Die 560 XP wirkt durch den niedrigeren Luftfilterdeckel kleiner. Der Luftfilter selbst lässt sich leicht ausbauen und reinigen. Er verschmutzte in unserem Test aber nur wenig. Beide Sägen sind mit einer manuellen Kraftstoffpumpe für den Kaltstart ausgestattet. Das Startverhalten bei kaltem Motor war gut. Ein Dekompressionsventil reduziert den Kraftaufwand beim Starten. Eine kleine Verbesserung gibt es beim Tanken. Der Füllstand im Kraftstoffbehälter lässt sich jetzt durch ein Sichtfenster erkennen. Die beiden Sägen sind mit der elektronischen Vergaserregelung Autotune ausgestattet. Das System kompensiert verschmutzte Luftfilter sowie Höhen- und Witterungsunterschiede. Eine manuelle Vergasereinstellung ist nicht mehr nötig. Die X-Torque-Motorentechnologie reduziert die Emissionen gemäß der aktuellen Abgasrichtlinie. Die Motorleistung hat uns überzeugt. Beide Sägen wirkten sehr durchzugsstark. Dank zentraler Schwerpunktlage, schmaler Bauweise und günstigem Leistungsgewicht gab es auch gute Noten für das Handling. Beim Entasten sorgt die RevBoost-Technologie für einen kurzfristigen Leistungsschub zur Erhöhung der Kettengeschwindigkeit. Der Start-Stopp-Schalter springt jetzt nach dem Abstellen der Säge von selbst wieder in die Startposition. War die Säge erstmal warm, ließ sie sich teilweise nur durch mehrmaliges Ziehen an der Startschnur anwerfen. Die Muttern am Kettenraddeckel sind gegen Verlust gesichert. Die Ölpumpe für die Kettenschmierung lässt sich je nach Bedarf einstellen. Das Low-Whip-System absorbiert Vibrationen und schont so die Hände des Bedieners. Beide Sägen absolvierten den Test mit einer 45 cm langen Schiene.
Über eine Schraube im Deckel wird die Kette gespannt. Den ausführlichen Praxistest der beiden Motorsägen lesen Sie in der Ausgabe 23/2012 des Fortschrittlichen Landwirts.